Ja, das wäre also Maldoré. Hey, wie lange hat der hundertjährige Krieg gedauert? Genau 215 Jahre. Wir haben Zimmer neben der großen Halle. Die restliche Mannschaft kann im Burgfried schlafen. Burg was? Burgfried, der Turm des Schlosses. Also gut, Gentlemen. Hat vielleicht einer genaue Uhrzeit? Benjamin, jetzt habe ich sogar auch einen Titel für Ihr Buch. Das Schloss in den Ardennen. Nicht übel. Das Schloss in den Ardennen von Alistair P. Benjamin. Es waren einmal 8 arme, verwundete Frontschweine der amerikanischen Armee, die fanden mitten im Wald der Ardennen ein altes Schloss. Aber dies ist keine Geschichte aus dem Mittelalter. Sie geschah im Zweiten Weltkrieg. Gibt das nicht allem eine ganz andere Dimension? Nein. Der Fürst einen Fahrstuhl einbauen lassen. Ja. Ein Wasserklosett. Wenn ich mich hier niederlasse, glaubst du, dass die Grundstückspreise dann fallen? Theologie studiert. Warum sind Sie da nicht Kaplan geworden? Dann kam der Schnee. Es war eine gute Zeit zum Schreiben. Wir alle waren schon 2-mal gestorben, manche von uns 3-mal. Möglich, dass wir darum in diesem Schloss waren. Wir gehörten zu einer Ersatzkompanie und waren dahin geschickt worden. Aber vielleicht hatte man uns auch aus der Frontlinie gezogen, um unsere Wunden zu heilen und das Ende des Krieges abzuwarten. Es war 3 Wochen her, seit wir uns auf dem Schloss einquartiert hatten. Niemand weiß, wann der Major sich bei der Gräfin einquartiert hatte. Aber niemand war überrascht.